Ich habe viel Hamza Ahmed geschaut zwischen 2020 und 2022. Ich habe das Gefühl, dass seine Videos sind super und wirklich wert zu schauen. Letztens habe ich seinen Kanal wieder entdeckt und bin ziemlich enttäuscht gewesen. Er sagt immer noch genau die gleichen Sachen, immer und immer wieder. Aber jetzt ist er auch noch ein Guru geworden. Ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass er seinen 130 Dollar im Monat Kurs zu seinem Publikum vermarktet, wo vor allem auf 14- bis 16-jährige Jungs besteht. Mir ist auch aufgefallen, dass er ziemlich grosse Meinungsänderungen durchgemacht hat über die Zeit. Heutzutage fühlt sich's an, als ob seine ganze Persönlichkeit aus den gleichen vier Büchern besteht und aus ein paar von seinen Self-Improvement-Gurus wie der Iman Gachi. Er ist wirklich nicht mehr so authentisch wie früher und ich habe das Gefühl, er wird nur noch vom Geld angetrieben wie andere Online-Coaches auch. Du sagst ja selber, dass du gern seine Videos geschaut hast und auch Wert daraus gezogen hast. Aber du findest nicht, dass man seine Kurse kaufen sollte. Wenn ich dir mal erkläre, wie Geld funktioniert. Also bevor es Geld gegeben hat man ja Tauschhandel gehabt. Also zum Beispiel, jemand hat jemandem geholfen. Beim Apfel ablesen, bei einem Baum. Also der hat dem einen Wert gegeben und im Gegenzug hat der vielleicht ein paar von diesen Äpfeln bekommen. Er hat also getauscht. Und irgendwann ist dann das Geld aufgekommen und durch Geld hat der in dem nicht mehr direkt müssen, etwas gerade sofort zurückgeben, sondern hat dem können ein paar Geldscheine in die Hand drücken, sodass der nachher bei jemandem anderem die Geldscheine vorzeigen konnte und sagen konnte, schau, ich habe jemand anderem etwas von Wert gegeben und jetzt darf ich dafür etwas von Wert von jemand anderem bekommen. Und so hat man sichergestellt, dass nicht eine Person nur für andere immer arbeitet, denen Wert gibt und andere Personen nie etwas geben in anderen. Und ein bisschen so sieht es jetzt in deiner Situation aus, oder in vielen, in Situationen von vielen Leuten, die einfach nur konsumieren, was andere Leute ihnen geben. Also andere Leute geben ihnen Videos, zum Beispiel mit Ratschlägen, wo die Leute davon profitieren. Aber die Leute sind nicht bereit, dafür etwas im Gegenzug zu geben. Und wie würde man denn so einer Person sagen, wo immer nur von anderen nimmt, aber nie etwas gibt. Ein anderer Punkt, den du ansprichst in deinem Post, ist, dass der Hamza seine Meinung ständig ändert. Da frage ich mich ein bisschen, warum findest du das etwas Schlechtes? Jetzt stell dir mal jemanden vor, der seine Meinung nie ändert, würde man denken, das sei eine intelligente Person. Weil die Person, die ihre Meinung nie ändert, die hat wahrscheinlich das Gefühl, dass ihre Meinung absolut der objektiven Wahrheit entspricht und dass sie quasi unendliche Weisheit hat. Hingegen eine weise Person, denke ich, wäre eher eine, die regelmäßig sieht, dass Meinung, was sie jetzt gerade hat, falsch ist und die darum ändert. Also könnte man auch sagen, der Hamza ändert seine Meinung wahrscheinlich, weil er merkt, dass die von vorher falsch war und er passt sie dann an, sodass sie eher in der Realität, in der Wirklichkeit entspricht. Und gleichzeitig sagst du aber auch, er tue die gleichen Sachen immer und immer und immer wieder wiederholen. Das, denke ich, zeugt auch ein bisschen vom Egoismus von dir als Zuschauer, wie wir vorher beim Geld schon gesehen haben. Weil nur weil du seine Message immer und immer wieder hörst, immer und immer wieder das Gleiche raushörst, heisst das ja nicht, dass es nicht noch tausende, Millionen andere Leute gibt,
von der Message vom Hamza auch könnten profitieren. Und darum ist es auch gut, dass der Hamza immer und immer wieder das Gleiche sagt, weil es hilft ja scheinbar den Leuten. Und wenn sie dir geholfen hat, wieso setzt sie nicht die anderen Leute auch helfen? Erwartest du dir vom Hamza, dass er extra für dich etwas Neues sich aus den Fingern sucht? Nur dass du nicht gelangweilt bist. Das denkt mir sehr egoistisch. Und wenn wir schon bei dem ganzen Geldmacht-Thema sind, ich will auch gerne Geld machen, und zwar online. Und darum schau doch mal den Link in der Videobeschreibung an. Dort kannst du meine Community joinen und dich mit Leuten austauschen, die sich auch verbessern wollen, auf Self-Improvement sind.